Ich bin hungry. Und ich bin Henry. Hallo zu einer neuen Folge Life in the Woods. Gib mir Essen. Hallo. Okay, warte. Zit. Was? Was? So, ich habe meinen Rucksack aufgemacht, um dir das Essen rauszuholen. So, Moment. Essen. Ja. Hier haben wir Brot und ich habe gelernt, das kann man nochmal brutzeln. Da, deine Steine sind fertig. Nimm mal weg. Machen wir die Toast. Okay. Und da sind Erdbeeren drin. Die kannst du futtern, rein theoretisch, wenn du da Bock drauf hast. Brot habe ich in der Tasche. Ach ja, ich wollte ja sowieso den Dingens hier, den Berg mal wieder dingsen. Ja, auf jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Life in the Woods. Es geht endlich weiter. Yay. Voll geil. So, einmal Brot da rein. Der Tipp vom Arne. Sehr geil. So, was habe ich hier? Flower noch drin? Ja, vom letzten Mal noch. So, zack. Rechtsklick war Ernten von dem Zeug, ne? Ja. Okay, dann wollen die gerade alle noch nicht. Ah, doch. Erdbeeren. Ich kurz vor der Aufnahme schon alles abge... Harvested. Eine habe ich aber. Okay. So, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, Sonne geht gerade unter, passend, was wir in dieser Folge so machen wollen. Ich dachte, wir fangen mal an, weiter am Feld zu arbeiten. Weißt du nicht, was die liebe Yolandi vorhat? Wir hatten ja gesagt, dass wir unsere kleine Hobbithöhle, die wir jetzt hier gerade haben, als Lager, Gäste oder sonst was Haus verwenden und dass wir irgendwann eine größere Hobbithöhle bauen, weil ich vorhatte, den Berg ja größer zu machen und du gesagt hast, oh mein Gott! Ich habe nicht, oh mein Gott, gesagt. Ja, so ähnlich hast du es aber gesagt. Nein. Dass ich da nicht den Berg hier auf Mount Everest Größe vergrößern soll, sondern dass wir doch lieber in einen anderen Berg gehen und ich den hier quasi bloß provisorisch als Überbleibsel... Guck mal, hier, wo ich jetzt draufstehe. Warte. Eine recht gute Höhe, dir kannst du auch ein bisschen so dann in die Länge gehen. Da hat es doch so einen Hügel auf dem Niveau, wo man so ein höhlenmäßig dann reinbauen kann, oder? Dann kommt man hier so raus, ans Feld, direkt. Rein das theoretisch. Ding. Du kannst aber machen, was du willst. Du kannst von mir aus auch da jetzt vergrößern und so. Und ich dachte, es wäre halt irgendwann unnatürlich, wenn du einfach so einen kleinen Hügel, den wir hier haben, so mega fett weit verbreitest. Aber wenn du da Bock drauf hast, machst du halt. Na, ich würde ihn schon noch ein bisschen Hobbit-Haus-mäßiger aussehen lassen wollen, mit der Tür und noch Fenstern und so. Und dass es dann, wie du schon gesagt hast, so eine kleine Art Lagerhaus ist, dass man hier vielleicht sogar die Öfen reinstellt und so einen ganzen Kram. Mhm. Aber, und das halt verwendet, bis das echte Haus quasi fertig ist. Ja. Klar. Möchtest du schlafen oder wollen wir nachts einfach weitermachen? Weil noch sind wir nicht von Monstern bedroht. Also ich würde sagen, wir können eigentlich weitermachen, ne? Okay. Ich werde mal ein bisschen futtern. So, ich überleg mal, was wir tun. Und der Arne hat mir noch einen Tipp gegeben, den ich mal ausprobieren möchte. Er sagte nämlich, den... Ja? Der Rucksack, ne, wenn man den hier so öffnet, mit der Werkbank drin, dass man dann die Sachen nur verwursten kann, wenn sie hier drin liegen. So, das heißt, jetzt könnte ich damit Sticks machen. Und es geht. Es geht. Verrückt. Du hast doch Gesicht. Ey! So, ja, ich weiß ja nicht, was hast du jetzt gesagt, was du machen wolltest? Ich höre dir nicht zu. Wahnwitz, ich höre dir immer zu. Haben wir hier? Oh, guck mal hier, Eggplant. Willst du Eggplant? Harvesten oder so ich? Eggplant. Gute Aubergine. Blip. Ah, geil. Ich stehe aufs Far. Ich bin ein Farmer, geboren auf dem Land und melke Kühe. So. So, was wolltest du jetzt machen? Da drin das Lager ausbauen, oder wie? Genau, das Lager wollte ich fertig machen. Genau, da würde ich ja gucken, wie man die Draw abbaut. Ah, das habe ich sogar hier schon offen. Wir haben die dicken genommen, ne? Dazu brauchte ich Kisten und also Holzbretter. Dann kann ich mit diesem Stein Habe ich noch? Bauen? Ich will mal E drücken für Inventar, verdammt nochmal. So, wenn ich jetzt Bretter, den Stein hier reinlege und die Sticks hier so, kann ich damit eine Schaufel machen. Das geht. Ich sollte Holz holen. Oder haben wir hier noch welches? Nee, ne? Ist hier schon was drin? Rein theoretisch. Was ist das? Boah, das ist mega ungewohnt mit diesem Rucksack. Ach, ich weiß nicht, ob ich das länger benutzen möchte. Naja, Ich mache das jetzt fertig. Früher immer, als ich Minecraft gespielt habe, immer so eine kleine Baumplantage gebaut tatsächlich mit System. Das könnte man ja vielleicht, wenn wir jetzt mehr Holz brauchen und so, dass man das vielleicht auch mal irgendwo, vielleicht hier drüben, da wo es so ein bisschen kahl ist, wo es so das Gebirgmäßige anfängt. Kahl! Ja. Kahl! Das tötet Menschen! Oh,
das wusste ich nicht. Ich bin doof. So, na, dass man das vielleicht dann auch irgendwann mal macht, damit wir da halt dann quasi unser Holz farmen können. So. Mhm, aber nicht den großen Baum wegsäbeln. Der ist schön. Nein. So, noch ein Feld anlegen hier. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, dass wir die Felder hier alle so gerade nebeneinander einfach die ganze Zeit sind. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ist zwar... Ich weiß nicht, ob mir das Feld gefällt. Ich weiß nicht, ob das rein theoretisch... Ja, ist halt mit System und so, aber... Ich glaube, ich möchte hier mal eine kleine Spielerei ausprobieren. So. Ja. Genau, stimmt, ich wollte diese Folge auch gucken, ob wir nicht vielleicht zum Beispiel... Moment, 1, 2, 3, 4, 5... So. Ob wir nicht mal Dinge ausprobieren, wie zum Beispiel den Feldweg hier, oder beziehungsweise das Feld ein bisschen zu dekorieren, dass man hier zwischen mit Kies das Ganze, so einen kleinen Kiesweg macht, dann vielleicht später Zäune drumherum setzen und so weiter. Ob man sowas mal macht. So, jetzt habe ich hier Aubergine angepflanzt. Ich weiß nicht, ob man das hier, ich mache das erstmal zu. So. Das reicht eigentlich erstmal. Ah, gefällt mir eigentlich nicht. Es ist alles so gerade und so. Das sieht nicht natürlich aus. Obwohl, so ein Feld ist nie natürlich, ne? Und Felder sind eigentlich immer systematisch angelegt, oder nicht? Naja. Ich probiere es jetzt einfach mal so. Was soll passieren? Steinigt mich doch. So. Und jetzt spielen wir Let's Play Waiting for Growing Something. So. Nein, natürlich nicht. Du darfst reden. Ich habe bloß gerade überlegt, wie weit ich das hier unten mit dem Ausbauen mache und so. Und ich ziehe hier schon wieder eine Wand rein, obwohl ich da eigentlich direkt die Drawer reinbauen könnte. Aber ich mag den Gedanken irgendwie, dass eine echte Wand dahinter ist. So. Cool. Ich pflück hier nochmal kurz ein bisschen Kohle raus aus der Wand, solange wir warten. Das ist normaler Sand, das ist Grauwacke, Chromatit, Kies, weiße Wolle. Ich sollte was I essen. Ich will immer I drücken, das ist voll nervig. Ich gehe Holz holen. Wenn du das so nicht auf der Kette kriegst, dann solltest du das vielleicht umstellen einfach. Ich könnte rein theoretisch sogar mitkommen, Holz hacken, wenn du möchtest. Wie du magst. Du musst das nicht alleine machen. Dann musst du nur kurz warten, bis ich mir was in die Kauleiste geschmissen habe. Oh, das Zeug wächst hier unten. Zeug wächst? Das Schilf. Ja, genau. Ah, sehr gut. So, dann heißt können wir das als Biomasse erstmal verwenden und später dann daraus Papier machen. Für Bücher. So. Okay. Zack. Und jetzt brauchen wir was essen. Hast du das Toast eigentlich schon gefuttert hier? Nee, nein. Zwei Tschüss. So, eins kriegst du. Hier, hüpf. Alter, komm her. Das Toast? Das geht schon nach vorne, also. Kann man machen. Brauchen wir noch ein bisschen mehr zu futtern. Wie wäre es mit ein paar Blueberries? So. Ja, ein bisschen was habe ich jetzt gefuttert. Eine Axt habe ich noch gar nicht. Ich habe keine Axt. Nein. Nein. Ich habe nur zwei. Ich weiß nicht, reicht das? Soapstone, Cobblestone. Kann man damit craften? Ich weiß es gar nicht. Probier's mal. Sind die Sticks? Sticks habe ich selber welche gemacht in der Tasche. Also. Achso. Müssten eigentlich unten dann welche sein. Mhm, leider nicht. Vielleicht haben wir die schon aufgebraucht. Das geht. Ja, okay, hier. Ach, du hast schon eine. Naja, jetzt hast du zwei. Ah, okay, danke. Wir könnten uns eigentlich auch eine Eisenaxt bauen. Aber egal, noch haben wir Stein. Also, warte mal. 1, 2, 3. Und hier ist ein Holz. Aber Holz habe ich noch in der Tasche. Machen wir da mal Sticks. So. Werkbank. So, zack. Und das. Gut, ich bin soweit. Okay. Holen wir uns die. Wo holen wir das Holz? Weiß nicht, geh du vor, du wolltest ja Holz holen, also hast du auch den Plan. Naja, ich wäre jetzt wieder dort hinter den Eisberg quasi gegangen und hätte das geholt.
Aber dort unten ist ja quasi auch noch ganz, ganz viel Holz. Dort geht es aber in so eine coole Sumpflandschaft. Ich weiß aber nicht, ob man das jetzt erst wegsäbelt und dann später neu anpflanzt oder. Pff. Keine Ahnung. Der Weg wäre halt kürzer, weil hier ist ja offensichtlich Holz. Ne? Nehmen wir erstmal das, würde ich sagen. Okay. Es ist so dunkel. Du bist in einen Giftbusch gelatscht. Bin ich? Ja. Aber ich habe es Also du nicht hast bei mir ein gemerkt. bisschen geblubbert. Ach so. So, und dann Ja, einfach das die ist. Saplings sich einsetzen lassen, oder was? Dann können wir Ich später habe es mal. beim letzten Mal versucht. Ich habe ein paar mitgenommen, die ich zufällig aufgesammelt habe, und die anderen habe ich einfach liegen lassen. Ja. Also, falls dort hinten hinter dem Eisberg-Dingsbums ganz viele Bäume eingepflanzt sind, dann hat das funktioniert. Okay. Normalerweise müsste das gehen bei Leuten so gut. So. Und hüpf. Man kann ja dann vielleicht nächstes Mal eine Baumplantage oder so wirklich mal bauen. Und wenn wir Saplings mitnehmen, können wir das meinetwegen auch gleich mitmachen. Wir könnten uns auch vielleicht so eine Sense bauen, mit der man dann einmal auf die Blätter drückt und dann sind alle Blätter weg. Dann braucht man nicht warten, bis sie Ja. decayen und so. Die finde ich auch cool. Der gute Besonders wenn manchmal, Spruce-Wood. Huch, huch, huch. manchmal das Holz auch hängen bleibt. Ja, in den Blättern, ne? Ach ja, die Witcher-Musik. Schön war's. Müssen ja auch, oder ich, oder wie auch immer, mal Witcher 1 und 2 mal spielen, tatsächlich. Ich Habe habe ich. sie alle. Ich habe Ja. aber von einem Arbeitskollegen mal gehört, wenn man mit späteren Witcher-Teilen anfängt, dann ist es nicht so befriedigend, die alten wohl zu spielen, weil die Mechanik und die Kampftechnik und so wohl mega zurückgeblieben ist. Im Vergleich natürlich, was ja voll normal ist, ne? Ich wollte gerade sagen, die kann ja nicht erwarten, wenn ich jetzt den ersten Teil von etwas spiele, dass er dann technisch auf dem gleichen Stand ist wie der dritte. Aber er hatte halt gesagt, er hat es mal probiert und er war dann so frustriert davon, dass es alles so wäh war, dass er dann abgebrochen hat. Aber wie schon gesagt, wenn man mit dem Wissen oder mit dem Bewusstsein daran geht, dass es halt nicht logischerweise das Gleiche sein kann, wüsste ich Ja. nicht, warum einen das so abschrecken sollte. Ich habe mal eins mal angetestet und da ist halt die Steuerung, das Kampfsystem wirklich mega gewöhnungsbedürftig. Aber das macht ja auch so ein bisschen so den Charme aus von so einem alten Spiel, ne? Dass es halt alles erstmal ein bisschen unrund läuft und so. Hatte ich nicht Sand irgendwo mit? Hier. So. Huch. Das wollte ich nicht. Sind wir eigentlich im Discord im Aufnahmeraum drin oder in irgendeinem normalen? Wir sind in irgendeinem normalen Raum drin. Ah, also können wir geradet werden. Ja, wir sind in dem verliebten Raum. Oh. Warum Die machst du? Ente hat einen Mauscursor auf dem Kopf als Hut. Dieser Na. Zeigefinger, wenn du irgendwo draufklicken Ja. willst. Voll geil. Ich töte dich, ich will den Hut haben. Nein, leider geht ist das bei mir ja noch buggy. Ich weiß nicht, wie ich das ändern kann. So, ich habe bis jetzt 63 Holz. Ich habe. Ah, hier. 64 Fichtenholz und 5 Eichenholz habe ich. Okay. Ja, mach du mal weiter. Ich werde mal zurück. Einfach, um das Feld mal ein bisschen weiter zu bestellen, falls da was Neues gibt. Aber so habe ich ein bisschen mitgeholfen. Unterwegs hier nochmal so ein bisschen grün Unrat mitnehmen. Kann man schon Jetzt auch haben wir auch Biomasse gerade hier ernten. so ein bisschen die Saplings auf, die hier noch rumliegen. Ja. Ja, hier kann man ja rein theoretisch auch dann verbraten. Hier. Oak Sapling, Oak Sapling. Oh ja, lass mal stehen. Huah! Au! Später. Spruce Sapling.
Hier stehen überall Saplings. Wahrscheinlich von dir. Das kann sein, sind die eingepflanzt oder schweben die noch? Eingepflanzt? Aber ich bin weiter weg. Also. Oh. Das klingt ja gut. Ui, was ist das denn hier für eine Holzmenge? Krass. Mega die dicken Bäume. Okay. Kann ich ja voll Holz klauen, ohne dass man es bemerkt. Geiler Scheiß. Na, und so schöne Ranken und so. Was ist das? Ist das auch solches normales Holz? Schwarzeichenholz. Okay, das sind andere Bäume, deshalb. Voll schön hier hinten. Boah, das muss ich mir merken. Dass man da... ein harter Leck war jetzt hier gerade bei mir. Wer hat dich hart geleckt? Minecraft. Ach so. Das muss ich mir merken hier hinten. So, wie sieht's denn hier aus? Ist denn was gewachsen? Nein. Noch nicht fertig. So, den Rest lasse ich mal stehen. Weed. Weed brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir haben ein ganzes Feld voller Weed. Dann kann ich das ja eigentlich... Naja. Nein, nicht runterfallen. Für was anderes verwenden. Haben wir hier Korn, Lettuce, Carrots, Weeds sind voll, Potatoes. Und ich mache ein neues Feld direkt. Hä? Ach, jetzt geht's. Okay. Wie mache ich denn... Ich mache ein Strawberry-Feld. Da ich Bock drauf. So. Hier ist eine Workbench. Wie mache ich denn eine Küste? Chest? Huch. Einfach Holz komplett einmal drumrum. Und in der Mitte freilassen. Holz rundrum und in der Mitte einfach mal freilassen. Hab ich noch mehr Planks irgendwo hier? Hab ich noch mal. Ich hab Planks hier in den Drawer gepackt. Komm her. Los! Gut. Yay! Meins. So. Möchtest du eine frische Erdbeere haben? Ja. Flumm. Ich mag diese Geräusche. Blub, blub. Ich auch. Oh, da muss man irgendwann das Ganze hier mal beschriften. Oh, okay. Haben wir Gravel? Haben wir Gravel irgendwo? Ich glaube im Keller. 33. Zack. Das ist schon mal ein Anfang. Dann kann ich ja vielleicht schon mal anfangen, den Weg zu konzipieren. Hungry. Ja, ich. Moment, jetzt muss ich mir aber erstmal angucken, wie die Dinger hier aussehen. Okay. Eventuell kann ich die. So. Erstmal anders hinsetzen hier. Einmal nehme ich überhaupt auf. Ja, ich nehme auf. Das ist ja witzig. Ich mach mal Licht an hier. Ist alles so dunkel. Okay. Jetzt ist viel besser. Hoch. Achso. Damit können. Ich wollte bloß gucken, wie die aussehen. Lalala, so unser Holzkin fängt ja da so. Huch! Ach so, Gott sei Dank, ich hab gar nichts gemacht, so. Ich war's nicht. Ja, hier ist es schon mit Gravel oder erst später? Huch. Wie du willst? Ach, da ist ein Loch gewesen. Du müsstest das aber auch. So. Oh nein, Hustenpause! Dabei. Oder ob man irgendwie mit Carpenters und Erde arbeitet oder irgendwas. Mal sehen, können Sie erstmal so lassen. So, und dann müsste man hier so. Zu Ende gehustet? Ja, dann. Ein bisschen abschüssig hier. So, zu unserem Feld. Einen Weg machen. So, achso, ich muss ja noch hier. Und dann hier. Halt, dass das nicht komplett so mega systematisch und sowas aussieht. Sondern so ein bisschen wie so ein zertrampelter Pfad, dass man hier so lang so lölölö fällt. Finde ich gut. In der Mitte. Hä? Bin ich doof? War das nicht so? Draw! Nein, nicht K-Draw, sondern Draw, ja. Ach so, in der Mitte auch noch.
Okay. Was? Ah, hier. Dorthin und wo habe ich denn die Planks? Ich habe hier die mega Übersicht. Ne? So. So. Fichtenschubfach. Welche Drawer hast denn du unten gehabt? Ich habe ein bisschen Angst, dass die dann farblich anders aussehen und das dann kacke ist. Keine Ahnung, hier oben hängen. Birch Drawer, also wahrscheinlich Birken. Stimmt, am Anfang hatten wir nur Birkenholz. Und hier unten sind Oak. Eichen. Jetzt die Frage, ist das egal? Oder hat es Charme, wenn die unterschiedlich aussehen? Guck ich einfach mal aus, ob es überhaupt auffällt. Werd fertig. Ich überlege ja auch, ob man nicht einfach... Major! Oh. Peace! Ja! Ich kann... Bohnen! Oder warte mal. Ne, Peace sind Erbsen, ne? Erbsen sind fertig. Was kann ich denn mit Erbsen machen? Halt, geht weg. Hab ich jetzt alles? Peace. Glaub schon. Steamed Peace. So. Mit dem Wasser und Salz. Mhm. Hab ich die jetzt. Ah, hier sind die Drawer. Peace and Celery. Lemon, Mixing Bowl, Black Pepper. Sind die dunkler? Ich kann mit Erbsen nicht wirklich viel machen auf Anhieb. Ich glaube, die sind dunkler tatsächlich. Welche Taste auf Shift? Ah, die bringen auch einen Scheiß eigentlich. Ah, ich mag auch... es ist schwierig auch zu gucken, welches Gemüse man anpflanzt, was halt was bringt und was nicht so wirklich. Ah, wir haben ja noch Pilze. Dann machen wir erstmal wieder Pilzsuppe. Ich habe zwar nur noch eine Schüssel, weil du mir die anderen abgeluchst hast. Was? Aber das ist okay. Ich kann damit arbeiten. So. Und ich wurde ausgelacht in deinen Kommentaren, dass ich versucht habe, volle Suppenschüsseln zu stacken. Das fanden die Leute lustig. Naja, also... Ja, bitte? Nichts. Ich meine, nichts. Jetzt müssen wir noch ein paar Ich verstehe das schon. Wir haben jetzt 23 Minuten auf Uhr. Jetzt schon? Jetzt schon. Wieso? Naja, weil es Spaß macht. Dann geht die Zeit immer so schnell rum. Guck mal, mein Feldweg. Ist zwar mega behindert. Warte, bin gleich da. Da war mal so ein kleines Lämpchen noch dran. Warte mal, da so. Beleuchtung und so ist alles noch anders, je nachdem, wie man es halt macht später. Ja, ich freue mich dann auch schon auf die, dieses, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, ne? Carpenter? Deco-Craft? Ach, Deco-Craft, ja. Genau. Wo man die, Dinger hier, ich habe heute sprachlich ganz, ganz weit vorn. Ja, Awardsmith. Diese Dinger hier, die leuchten, ne? Ja, Fackeln. Ja, genau, wenn man denen andere Formen und sowas geben kann. Ach, du meinst Schüsseln? Das machen wir doch. Ich wollte dir doch einen Schüssel bauen letzte Mal. Das meine ich auch. Schüssel. Wo habe ich denn hier? Zack. Wie ging das denn? Ich glaube, das ging mit einem Brett und einem Dings. Ne, warte mal, gib mal her. Wo hast denn? Oh, hat die Frau einfach die Bretter mit? Nee, egal, komm. Nimm ich einfach mal ein Holzding. Hat sie gar nicht. Spruce Wood. Zack. Planks. So. War das so und so? Nee. Ach nee, das sind Kisten. Warte mal. Halt so. Schüssel. Ja doch, es hat Charme, wenn die so ein bisschen unterschiedlich aussehen, finde ich. Schüssel. Ach so, ein Stick. Und Eisen, also noch einfacher. Finde ich das gut, dass die so mitten im Raum stehen? Aber du hast recht, wir könnten auch direkt anfangen mit Schüsseln. Ja, zack. Soll ich jedem von uns einen machen oder reicht einer? Kann eigentlich auch zwei, ne? Ich wollte gerade sagen, lieber jedem einen. Hier. Habt ihr in ein Loch geschmissen? Ich hab ihn gefangen. Yay, und jetzt kannst du irgendwo draufklicken und dann kann man hier Torches, zack. Boah, geil. Hier gibt's auch so japanische Glühbirnen und japanische Ballonlampen und Kerzen. Die Kerzen sind im Schlafzimmer bestimmt mega schön. Ja, wollte ich gerade machen. Ein Gravel. Gravel kann man nicht schüsseln, ist ja langweilig. Aber Dirt kann man schüsseln. Guck mal hier, Dirt Bricks. Ja. Huch, kommt her, Kisten. Wächst denn über diesen Dirt Dreck drüber? Also Gras?
Weil sonst könnte man einfach so einen Erdweg machen. Weil ich finde das mit dem Gravel nicht ganz so geil, ehrlich gesagt. Weil es so. So, dieses Graue, da sticht ein bisschen raus. Dass man einfach dann hier was mit Erde versucht, nur halt geschisselter Erde und guckt, ob die dann auch überwuchert wird oder nicht. Oder sollen wir das ja lassen? Oder so ein Mix aus beidem. Wenn du geschisselten Dirt nimmst, der wird ja nicht überwuchert. Meinst du nicht? Nee, der Oder bleibt ob man so. in der Mitte das Kies lässt und außen dann mit dem geschisselten Erde, dass man da quasi so diese Unterschiede. Naja, mal sehen. 25 Minuten. Lass uns die Folge beenden und dann können wir in der nächsten Folge immer noch weiter gucken. Hüpf. Okay. Jetzt stehe ich schon wieder in dem Gemüse hier, ne? Sieh zu, dass du deine Deko-Sachen da. Achso. Wenn hier. Ja. Wir haben No, warte. Kerzen. Ja, ich muss raus. Ich will raus. Oh nein, ich bin No, starving. Kerzen. nicht Warte. gut, muss essen. Ja, wo ist mein Brot? Nicht doch Hier ist vorhin. mein Brot. Oh, komm Oh. her. Oh, So. Kätzchen. Ich habe auf Schlag leider 7 gleiche gemacht. Ich wollte, es gibt ja 2 verschiedene geschisselte, die unterschiedlich wachsig tropfen. Aha. Und das habe ich, obwohl ich kann es doch eigentlich immer noch. So. Warte mal. Betten kann man leider nicht schisseln. Huch. Kann ich das nicht? Warte mal, ich Doch, nehme kann ich. die Erde, die ich zu viel habe, erstmal hier. Flupp. Ich mag das Geräusch. Oh Gott, welche hatte ich denn? Hatte ich die rechte oder hatte ich die linke? Rechts. Die sieht jetzt unglaublich anders aus. Aber na gut. Schlafen gehen. Schlafen gehen. Klick schon. Oh Gott, ich gucke eine Kerze an. Kann ich noch aufstehen? Aufstehen ganz kurz, damit ich richtig, wie du deinen Erdblock noch in der Hand hast. So, Achso, jetzt liege ich richtig. ja, tut mir leid. Weißt du, ich bin gerne etwas Dreck im Bett. Kich, was? Oh Ja, Gott, ich ja. sollte. Oh je. Naja, so, ich würde sagen, das war's dann für diese Folge und wir verabschieden uns. Ja. Tschüss. Au. Oh. Ja, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass wir schon so nah sind. Warte mal. Ich muss das ganze Werkzeug auch irgendwie mal. Ich habe keinen Platz. So. Tschüss. Oh, ich würde dich gern streicheln. Nein, tu es nicht, dann schlägst du mich wieder. Ja, deswegen mache ich ja nur so. Okay. Tschüss. 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 Wie es zur gleichen Zeit nochmal kam. So, jetzt Folgeende. Okay, tschüss. Tschüss.